Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Die Fahndung. In Division 2, wir spielen der Anwerber, den wir jedenfalls suchen. Und der hat Geiseln genommen, beziehungsweise in diesem Fall hier Sergeant Dubois in Vertretung. Und er hat Mel Arnold, den wir retten sollen hier auf Roosevelt Island. Ihr seht es da oben, Do Not Enter. Ich glaube, wir werden das Ganze einfach mal übersehen, aber ich bin der Meinung, da drin geht's gleich ab. Ich habe da so ein ungutes Gefühl. Aha, wusste ich's doch. Haben wir keine Granaten mehr? Dann halt nicht. Oha. Ah ja, das heißt, wir müssen uns hier ein bisschen hier den Durchgang freikämpfen. Kann das sein? So, für ihn kommt jede Hilfe zu spät, denke ich. So, das heißt also, vorsichtig ist die Mutter der Porzellankiste. Augenblick, wie ging es denn hier weiter? Ach, da runter, ja, ist klar nie. So. Agent fordert Verstärkung an. Nee, mein Freund, ich habe gerade selbst zu tun. So, dieses Roosevelt Island ist ja doch deutlich länger, als ich dachte, beziehungsweise in der Erinnerung hatte. So, jetzt kommt die Drohne wieder zum Einsatz. So, dann würde ich doch sagen, auf jeden Fall. Ups, da wirft wieder einer böse Granaten. Ah, von der Seite. Nimm sie unter Feuer, mein Bub. Nimm sie unter Feuer. Ach, von da oben schießt auch einer. Okay. So, links ist frei. Dann werden wir uns da mal hinbewegen. Das Geschütz hält uns rechts hoffentlich frei. Den Rücken. Dann robben wir uns mal hier ran. Ist ja zum Glück kein Scharfschütze. Noch ein bisschen näher. Ach, steht, da wollte ich doch gar nicht runter. So, dann hier hin. Okay, soweit so gut. Geschütz wieder einpacken, Drohne wieder einpacken, denn jetzt wird's, glaube ich, interessant. Oha, oha. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir jetzt hier gleich machen müssen. Ja, ja, da müssen wir jetzt rüber. Alt bewährt, okay. Da wird's dann ohne Fertigkeiten nicht gehen. Aha, da drüben stehen 3, 4 oben. Links steht da auch jemand. Nein, da sehe ich jetzt niemanden. Also werden wir uns jetzt mal hier rüber schwingen. So. Dann werden wir das Geschütz hier oben hinmachen. Da oben ist es relativ gut. Okay. So, wir gehen auf die rechte Seite und kümmern uns um den Kollegen hier auf der rechten Seite. Da er wieder da anscheinend hoch will. Aus welchem Grund auch immer. Ja, ja. Hättest du mal lieber auf deine Mutti gehört und was Anständiges gelernt. So, da sind jetzt aber wirklich ein paar böse Buben. Das wird interessant. Was ist mit ihm? Ist er Sergeant Dubois? Auch nicht, oder? Oha, oha. Aber der hat eine ordentliche Wumme. Das sollten wir vielleicht mal so versuchen.
Vielleicht überzeugt ihn das, in den Feierabend zu gehen. Na also, Freunde. So weit, so gut. Aber wo kommt jetzt der Sergeant? Vermutlich auf der linken Seite. Ja, ja, da drüben springen sie raus. Dann gehen wir mal hier rüber. Oha, das war keine so gute Idee. Das war keine so gute Idee. Aha. Ah, komm runter. Ja, das war jetzt keine so gute Idee. Wie sieht's denn aus? Ah, da ist Sergeant Dubois. Wir werden aber erstmal schauen, dass wir wieder hier ein bisschen... Okay, nach hinten gehen. Da hinten haben wir einfach bessere Deckung, weil keiner in uns in den Rücken fällt. Erstmal wieder hier ein bisschen sortieren. Sergeant Dubois, sehr schön, angenehm. Baden-Farmer, freut mich, deine Bekanntschaft gemacht zu haben. Hallo? So, das Geschütz ist, unsere Drohne ist jetzt erstmal... Ach, da oben ist wieder einer. Ach, für dich habe ich doch was. Ja, dir helfe ich. So, Drohne ist wieder in Verf... Ah, da drüben. Okay. Ein bisschen aufpassen, wo der Sergeant rumspringt. Okay. So, wie sieht's aus? Bist du noch alleine? Dann würde ich versuchen... Ne, da kommt welche. Da sind noch welche unterwegs. Weil dann würde ich nämlich schauen, dass ich hinter dich komme. Naja, da oben ist wieder einer. Der geht mir aber auch wirklich auf... Ach, das ist er wieder. Na, da hätten wir fast die Rakete uns schenken können. Oh, er brennt schon. Oh, da machen wir die aber schnell den Gar aus, Sergeant. Bereich ist sicher. Was ist hier los? Das würde ich auch gern wissen. Agent, wir treffen uns am Schloss. Och, das war's schon. Das war's schon. Wir treffen uns am Schloss. Verbesserung der Schlosssiedlung. Farm. Ah, deswegen... Okay, okay, okay. So, was ist da? Hä? Jetzt bin ich aber gerade mal immer überlegen. Doch, das passt eigentlich. Wir haben ihn, wir haben ihn. Und was ist das da hinten, was da schon wieder löcht? Ah, da sollen wir ihn treffen, den Mel Arnold. Okay. Jetzt aber erstmal hier alles einpacken. So, wo haben wir denn noch ein bisschen was zu mitnehmen? Ah, da oben. Ja, da müssen wir aber dann hier komplett außen rum, glaube ich. Nee, das hatten wir schon. So, hier oben gibt es ein bisschen was zu mitnehmen. Nein. Oh, nee. Ich glaube, das schenken wir uns einfach. So, haben wir da drüben noch was? Da drüben gibt es irgendwas mit einem Schlüssel. Oh, da können wir noch schnell aufmunitionieren anscheinend. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es. Kommen wir da nicht über das Boot rüber? Ja, doch. Nee, stopp. Augenblick. Ach, da ist gar kein Boot mehr. Lustig. Stimmt, da war doch mal ein Boot oder irgend sowas. Haben die das ein bisschen umgebaut? Wo war denn das Boot? So. Das nehmen wir mit. So, das lassen wir liegen. Munition haben wir. Das Geschütz packen wir ein. Tja, und dann würde ich doch sagen... Ah,
Ah ja, Mel Arnold treffen, Fahndungseinsatz. Irgendwas ist da noch. Das ist anscheinend noch nicht das Ende. Dann lassen wir uns mal überraschen. Feindlicher Kontrollpunkt wurde entdeckt. Ich kann kaum glauben, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mich zu finden. Beeindruckend, dass Manny sich die Mühe gemacht hat. Ich arbeite jetzt auf dem Land. Bestimmt hat er sich daran erinnert, dass die JTF und die Division für die Leute arbeiten sollen. So, das Ganze springt auf 50. Und somit hätten wir Mel Arnold befreit und somit die Hälfte der Fahndung jetzt erstmal erledigt. Und der nächste Teil, Jack Arnold. Jack Arnold? Das heißt bestimmt Jackie oder so. Okay, kann das sein, dass das die Schwester ist? Und Vikra Malik? Da fehlen noch die Informationen. Das andere ist erst in 3 Wochen verfügbar. Okay, da haben wir dann noch viel, viel Zeit, um andere Dinge zu tun. Wir schauen mal, ob es hier irgendwas noch Interessantes gibt, außer einen Saisonstufenaufstieg. Einen Puppenspielerbehälter. Ja, ist doch sehr schön, sehr schön. Okay. Da drüben. Ah, okay. Nee, das wissen wir, das kennen wir. Die Schlosssiedlung, akute Bedrohungsalarm ist 2. Beziehungsweise alles im grünen Bereich, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Und ich würde sagen, das war's dann für diese Fahndung erstmal. Da wird sich jetzt erstmal die nächsten Wochen nichts tun. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, cheerio, euer Baden-Farmer.